Kennt ihr das? Wenn alles nicht so nach Plan läuft? Ich stand morgens auf, nach vielleicht 3 Stunden Schlaf, völlig down und enttäuscht. Enttäuscht von Portugal und seinen Vanlife-Gesetzen. Nach über 3000 Kilometern noch nicht ein vernünftiger Stellplatz. Und dann ging ich los. Ich erkundete Algesur und fand den Ort so schön. Ich fuhr weiter zum Praia do Amada, der schönste Strand auf meiner bisherigen Reise. Ich ging baden, ich beobachtete die Surfer und die Wellen. Dann fuhr ich nach Sagres. Wow, was für eine südliche Spitze von Europa. Die Klippen, die Strände, der Wind. Meine Fahrt endete an dem Tag im bezaubernden Cavoeiro. Und das ganz anders, wie er angefangen hatte. Trotz der Stellplatzproblematik war ich happy. Happy hier zu sein und happy, so viel Schönes gesehen zu haben heute.